Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Hallo und willkommen bei Civilization 6. Wir sind hier gerade in der Anfangszeit. 46 Runden haben wir gespielt. Wir haben die ersten Gegner mit Barbaren. Hier ist noch ein Lager, das müssen wir irgendwie gleich beseitigen. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Die haben gar nicht so schwache Einheiten aktuell. Man sieht hier, dass die Stadt hier einen richtig guten Wald vor der Tür hat mit 3x3 Produktionen. Das wird richtig, richtig gut. Hier unten haben wir viel mit Nahrung. Wir haben hier zweimal die Bananen, die wirklich viel Nahrung und auch nochmal Produktion geben, weil es Regenwald ist. Das ist schon mal wirklich ein guter Spot. Wir haben allerdings noch nicht so viel erkundet. Das ist schade. Aber wir müssen ja erstmal die Barbaren unter Kontrolle bekommen. Wir hatten auch schon geplant, wo wir vielleicht weitere Städte bauen wollen. Die nächste Stadt wäre hier geplant. Da würde ich sagen, machen wir auch gleich mal einen Pin, den wir da hinsetzen. Stadtzentrum kommt dahin. Dann hatten wir überlegt, dass hier noch eins hinkommt. Dann können wir den Tabak abbekommen. So, dann würde ich sagen, mehr noch nicht hier vermutlich. Ich habe aber noch nicht so den Überblick. Da müssen wir gleich mal hin. Vielleicht schicken wir mal einen von den Kriegern dahin. Wenn wir gleich hier die Stadtmauern fertig haben, dann können wir da das Lager attackieren und hoffentlich besiegen. Wir brauchen aber irgendwie bessere Einheiten als diese Krieger. So, Kampfstärke gegen Nah- und Fernkampfeinheiten. So. Der Bogenschütze bleibt erstmal hier zur Absicherung der Stadt. Und dann müssen wir mal gucken. Ich würde fast vorschlagen, dass der hier schon mal in die Richtung loszieht, um zu gucken, ob da vielleicht was ist, was wir besiedeln können. Die Stadt ist schon bei 5, Größe 5, das ist auch sehr, sehr gut. Dadurch, dass halt hier wirklich so viel Nahrung ist, bringt das sehr, sehr viel. Oh. Okay. Ich gehe trotzdem erforschen, das schaffen die da schon alleine. Erstmal lassen wir die Stadt auf den schießen, den besiegt, nicht der Handwerker, und der Krieger greift den anderen Krieger an, der ihn fast besiegt, also richtig, richtig gut. Dann gehen wir in die nächste Runde und schauen mal, wie wir da hinkommen. So, der Krieger bleibt nicht da, sondern geht hier raus und geht dorthin. Den Bogenschützen schicken wir mal hier hin. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir können die Pyramiden bauen. Oder ein großes Bad. Puh. Schwemmland-Geländefälle entlang Flusses mit dem großen Bad sind jetzt immun gegen Flutschäden. Schwemmland kann in dieser Stadt erhalten, plus Einlauf. Ne, Pyramiden finde ich besser, aber da müssten wir dahin bauen. Okay, dann lassen wir das. Oder bauen wir das große Bad dahin? Das wäre halt wie ein Staudamm. Wir bauen das hier hin. Einfach mal. Habe ich jetzt einmal entschieden. So. Oh. Hast du den Regen Gottes?
Gottes gesehen, er zog vorbei unter die Berge von Gott. Dort, wo das Wasser Gottes vorbeizog, wird ein Ring am Himmel erscheinen. Haben ein Wunder gefunden. Wunderbar. Der Krieger verfolgt da weiterhin. Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, ließ das Römische Reich untergehen. Durch die Klimatisierung blieben die Fenster geschlossen und so konnten sie nicht hören, wie die Barbaren sich näherten. Ui. Man lernt auch noch ein bisschen was in der Geschichte. Wir können die Politik ändern. Wir können Geländefelder günstiger kaufen. Wir können auch Produktion für Siedler beschleunigen. Wir machen einfach das. Bringt erstmal nichts. Aber wir gehen jetzt mit dem Krieger schon mal darüber, dass wir da vielleicht kämpfen können, nachdem wir den anderen besiegt haben. Und hier ist gleich der nächste Barbarenstamm. Wir finden mehr Barbaren als andere Mitspieler. Das ist nicht so gut. Naja. Gut, wir können aber jetzt einen Gouverneur ernennen. Also entweder man fängt mit Magnus an, um hier dieses mit Vorsorge zu haben. In der Stadt aus Belsir, wir brauchen keine Bevölkerung. Oder wir machen einen Pingala, der die Wissenschaft steigert. Ich starte gern mit Magnus und dann schauen wir mal, dass wir hier erstmal vorbeigehen können. Und dann würde ich fast sagen, besiegen wir erstmal. Okay. Da ist ein Bogenschütze, der macht uns fertig. Das war's dann mit Erkunden. Naja. So, Bronzeverarbeitung. Wir können jetzt Lager bauen. Das ist gar nicht so schlecht. Wir gehen einen Schritt dahin und können dann nicht schießen. Okay. Du kannst aber da angreifen und du verschanzt dich da. So. Wir machen erstmal Segeln. Hier bauen wir den Kornspeicher zu Ende, dem wir jetzt die Mauern haben. Und der Bogenschütze kämpft jetzt gegen uns. So, du machst den jetzt kaputt. Und du gehst weiter in Deckung. Ja, haben wir gesehen, dass da Barbaren sich Dortmund nähern. Hier haben wir auch ein Eisenfeld. Dadurch, dass auch noch kein anderer zu uns gekommen sind, vermute ich, dass wir auf einer Insel sind und alleine sind. Also außer die Barbaren. Dann würde ich sagen, schnell die Barbaren besiegen. Dann gründen wir die nächste Stadt hier. Das ist weit genug weg. Setzen wir gleich mal einen Pin. Dahin Stadtzentrum. Dann haben wir schon 5 Städte geplant. Das ist gut. Ich glaube, ich verliere meinen Krieger. So, du heilst dich erstmal. Du verschanzt dich da, falls welche von oben kommen. Und dann haben wir einen Krieger verloren. So, hier können wir ein Lager bauen. Das machen wir auch gleich. Aber wohin? Okay, vielleicht bauen wir erstmal einen Krieger. Wir können Speerkämpfer haben. Kostet aber auch viel, viel mehr Produktion. Da brauchen wir 10 Runden.
wegen dem Krieger. Also diese fünf Kampfkraft. So, aber wem? Okay, also erstmal oben das Lager besiegen, dann das Lager besiegen. Das ist so der Plan, kämpferisch. Es ist nicht so, dass mir das Leben an Land Wir können jetzt widerstrebt, segeln. aber Das heißt, das Leben an Marine-Nahkampf See einer. ist besser. Okay, also wir haben eine Galeere. Wir können fischen. Und wir haben Handwerker, die jetzt wassern können. Das müssen wir mal gucken. Kann der hier hin? Nee, Bewässerung habe ich noch nicht. Da fehlt auch Bewässerung. Also ich sollte vielleicht Bewässerung erstmal erforschen. Ich vermute, ich muss forschen. Ich komme sonst nicht hinterher. Deswegen gehen wir jetzt auf Forschung. Wir lassen die noch hier. Dortmund benötigt mehr Annehmlichkeiten, um produktiv zu sein. Das ist nicht gut. Aber wenn wir Bewässerung erforscht haben, dann können wir das machen. So. Du machst Pause. Du bist soweit, dass wir kämpfen gehen können. Dann gehen wir da ein paar Schritte. Neues Zeitalter beginnt, die Und Klassik. doch, in dies unhaltbar lockere Sieb gieß ich beständig meiner Liebe Flut, die nimmer doch erschöpft wird. Gleich dem Indier, gläubig in frommem Wahne flehend, ruf ich die Sonne an, die auf den Beter schaut, ohne von ihm zu wissen. William Shakespeare. So, großes Bad, fertig gebaut. Mystizismus ist. Dadurch haben wir ein paar Bonusse bekommen. Wir sind im schlechten Zeitalter, das heißt, wir könnten ein bisschen was ändern. Wir gucken mal, ob wir was ändern oder nicht. Heimische Wege. Wissenschaft mit heiligen Städte haben wir nicht. Kampfstärke für Nahkampfeinheiten, aber keine Heilung außerhalb eures Territoriums. Können wir aber nicht, weil wir noch keinen Bonusplatz haben. Von daher brauchen wir das nicht überlegen. Es ist auch alles jetzt dunkler. Wir haben ein dunkles Zeitalter. Die anderen vier wissen wir noch nicht. Das ist nicht gut, um Städte zu halten. Da wir aber noch keinen anderen gesehen haben, jetzt müssen wir gucken, welche Widmung wir haben. Freie Forschung, Heureka, Spezialbezirke werden wir noch nicht so viel bauen. Religion haben wir gar nicht. Ja, entweder diese Einbildung, aber wir machen Wissenschaft. Der geht weiter. Ups, der ist schon da. Du wartest noch einen Moment. Du wartest auch einen Moment. Obwohl, nee, du kannst gehen. Und dann greifen wir dieses Lager da an. Achso, ich habe jetzt einfach gedrückt, Entschuldigung. Orakel könnten wir machen. Wir könnten auch ein Lager machen. Speerkämpfer in vier Runden wäre vielleicht auch mal was Interessantes. Wir könnten Handwerker, wir könnten Siedler, Monument oder Schutzgebiet. Ich mache erstmal ein Lager. Mache es hier hinten hin. Ist zwar irgendwo verschwendet, aber das bringt Produktion und Gold. Das ist gar nicht so schlecht. So, wir haben Gesandten, ich würde den aber ungern dahin schicken, weil Religion spiele ich nicht. Deswegen spare ich mir den. Wir haben eine neue Quest, wir sollen hier heilige Städte bauen. Wie gesagt, ich spiele nicht auf Religion. Wir haben das große Bad erbaut, dafür kriegen wir drei Zeitarbeiterpunkte. Und wir haben Ausrichtungsbonus für Drama und Dichtung. Deswegen machen wir das jetzt auch als nächste Kultur. So.
Okay. Wir gehen da mal hin. Das Lager ist verlassen, das ist erstmal gut für uns. Wir gehen in die nächste Runde. Da haben wir noch einen fertig. Der schießt gegen den. Der schießt gegen den. Du besiegst den. Und da ist ein Bogenschütze. Das ist nicht gut. Aber wir ziehen ja den nächsten schon mal weiter. Das sollte an Militär erstmal reichen. Wir könnten noch eine Galeere bauen. Einen Bogenschützen. Einen Siedler, Handwerker. So viel ist es alles nicht. Lager möchte ich da oben nicht hinbauen, das ist mir die Produktion zu wichtig. Das lassen wir lieber noch. Wir bauen noch einen Bogenschützen zur Verteidigung, falls wir hier jetzt einen verlieren. Ups. So, den Krieger verliere ich ungern, deswegen gehen wir mal zurück. Und hier müssen wir eine Runde überspringen. Du Krieger gehst hier hin. Und dann haben wir erstmal alles. So, gleich können wir einen Campus bauen. Das wird jetzt alles ein bisschen intensiver. Jetzt müssen wir uns uiuiuiui, mehr Gedanken machen. Der kann befördert werden. Fernkampf gegen Landeinheiten. Wir kämpfen ja gerade. Du gehst hierhin. Du ziehst dich dahin zurück und teilst dich. Und du schießt den Speer kaputt. Und du verschanzt dich gegen den Bogenschützen. Das ist der Plan. Hoffentlich funktioniert es. Candy wird angegriffen von einer Galeere. Die zieht sich jetzt aber zurück. Man muss nur die falschen Wörter. Oh, jetzt habe ich weggeklickt. Entschuldigung. Ich wollte mich auf den Kampf konzentrieren. So. Erstmal gehst du dahin. Gefahr von Tor und Ordnung wurde gebannt. Die Barbaren sind vertrieben. Sehr gut. Du schießt gegen den, der dann kaputt ist. Und wir gehen mal kurz nach oben, um zu gucken, was da vielleicht ist. So, wir wollten Bewässerung machen, ne? Das war jetzt wichtig. Machen wir auch. So, das heißt, Aachen baut jetzt das Lager fertig. Da haben wir bald noch einen Bogenschützen. Dann haben wir drei Bogenschützen, das sollte reichen. Wir haben ein paar Inspirationen. Wir hätten doch das andere nehmen sollen anscheinend. Du gehst erstmal zurück. Und du gehst auch zurück, weil wir zum anderen Lager wollen. Also, dann bauen wir doch gleich einen Campus. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben. Wir haben hier einen Platz, der gibt plus 4. Das würde ich erstmal mitnehmen. Hier ist zwar ein Vulkan daneben, aber dann riskiere ich lieber, das einmal zu reparieren, anstatt den Bonus nicht mitzunehmen. Das ist mir schon sehr, sehr viel wert. So, Staatsdienertum, Militärausbildung, Ausrichtungsbonus. Annehmlichkeiten brauchen wir wieder ein bisschen mehr, aber wir machen jetzt Bewässerung. Danach sollte es dann hoffentlich voranschreiten. So. Liebe Krieger, wir gehen zum nächsten. Ja, hier oben ist Ende. Wie vermutet. Du ziehst schon mal weiter. Oh,
Mein Händler ist in Gefahr, glaube ich. Okay, wir haben hier Marmor. Wir haben hier Baumwolle. Das haben wir auch nirgendwo anders. Das müssen wir auf jeden Fall abbauen. Das heißt, wir müssten halt irgendwie dazwischen eigentlich kommen. Wahrscheinlich ist da der beste Platz. Ja, dann haben wir nicht so viel Platz. Dann haben wir da oben noch eine Stadt. Machen wir gleich mal einen Pin noch hin. Nadel hinzufügen. Hier. Dann haben wir vier Städte geplant. Zwei haben wir schon, sind sechs. Dann müssen wir mal gucken, ob hier noch mehr Platz ist. Da, wo wir hier sind. Na, also hier in dem Gebiet. Ob wir dann vielleicht hier eine Stadt hinbauen und hier eine. Das könnte man machen. Na, oder hier und da muss man sehen. Also je nachdem, wie das Gelände hier aussieht. Und ich würde fast anfangen mit der Stadt oder mit der Stadt, weil da gibt es noch viel Sachen, die man bekommen kann. So, wir haben jetzt den einen Krieger, der geht schon mal hier über den Fluss, haben jetzt 70 Runden gespielt und sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dann, ciao, ciao.